Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielleicht haben Sie diesen Sommer Ihre Ferien in den Bergen verbracht. Eventuell sogar in den Bündner Bergen. Dann kennen Sie bestimmt den Piz Beverin, das imposante Gebirgsmassiv, das mit seinem Gipfel auf 2998 Meter über Meer das Gesicht der Landschaft zwischen dem Dom Lesch und dem Safietal prägt. In dieser einmaligen Gegend hat die Natur die Voraussetzungen geschaffen für ein besonders reines Mineralwasser. Für Swiss Alpina, das neue Mineralwasser von Coop. Auf dem jahrelangen Weg abwärts hat das Wasser Kies, Sand und verschiedenste Gesteinsschichten langsam durchsickert und dabei einen ganz bestimmten Charakter angenommen. Es unterscheidet sich jetzt vom gewöhnlichen Trinkwasser durch seinen Gehalt an wertvollen Mineralien wie Eisen, Calcium und Magnesium und ist dank diesen Eigenschaften und seiner natürlichen Reinheit ein ideales Getränk gegen den Durst und für eine gesunde Ernährung. 30 Jahre und länger kann es gehen, bis das Wasser, das einmal als Regen oder Schnee auf den Piz Beverin gefallen ist, an die Erdoberfläche zurückkehrt und dann als Mineralwasser Swiss Alpina gefasst und über geschützte Rohrleitungen in die Abfüllerei gepumpt wird. Swiss Alpina ist nur bei Coop erhältlich. Es gibt es normal, leger mit wenig Kohlensäure und naturell, also ohne Kohlensäure. Wir finden, so ein Mineralwasser müssten eigentlich alle trinken. Und darum offerieren wir es Ihnen in der 1,5 Liter PET-Flasche zum außerordentlich günstigen Preis von 95 Rappen. Auch was die gesunde Ernährung der Kleinsten anbetrifft, sind Sie bei Coop an der richtigen Adresse. Für den Nachschub sind Spezialisten für Kindernahrung wie Nestlé zuständig. Muttermilch ist sicher die ideale Nahrung fürs Baby. Nach der Stillzeit oder wenn zu wenig Milch da ist, empfiehlt Nestlé eine Folgemilch wie Beba 2. Für Mütter, die Kuhmilch bevorzugen, gibt es von Nestlé eine bewährte Alternative. Lacto Plus mit unentbehrlichen Zutaten wie Eisen, Linolsäure und Vitamin, die das Kind zusätzlich braucht. Lacto Plus von Nestlé macht aus der Kuhmilch eine vollwertige, ausgewogene Nahrung. Leicht verdaulich und gut sättigend, damit die kleinen Babys körperlich und geistig harmonisch wachsen können. Schon seit der Jahrhundertwende bekannt und beliebt sind die Kindernährmittel von Wander. Bei besonders langgestillten Kindern ist Adapta 2 die ideal gut sättigende Anfangsmilch beim Abstillen. Lacto Veguva ist eine sehr bewährte und beliebte Folgemilch, die seit Generationen von Eltern und Kind geschätzt wird. Nach dem sechsten Monat bis ins Schulalter hat sich Seralino zum Lieblingsgetränk entwickelt. Warm oder kalt angerührt schmeckt es nicht nur herrlich. Mit seinen Nähr- und Vitalstoffen macht es aus der Milch eine hochwertige Mahlzeit. Und um Mahlzeiten geht es auch im dritten Beitrag, das mal aus dem Kochstudio. Ausgesucht haben wir für Sie heute eine Spezialität aus Böhmen. Ein gespickter Rindsbraten mit Wasserspatzen. Den Rindsbraten verlangen Sie beim Coop-Metzger Stotzen oder Laffen in einem Esslöffel Bratbutter rundum anbraten. Sellerie, Rüebli, Zwiebeln und eine Knoblauchzehe andämpfen, Tomaten, Peperoni und ein paar Pfefferkörner dazugeben. Dann Bouillon zugießen und im vorgeheizten Ofen schmoren. Während den 1,5 bis 2 Stunden, die das dauert, der Braten 1 bis 2 Mal kehren und ab und zu mit Schäu übergießen. Mehr zu tun gibt es nicht und man hat genügend Zeit für die Zubereitung der Wasserspatzen. Weissmehl, auch Teigwarenmehl eignet sich gut, mit einem halben Büttel Backpulver und wenig Salz mischen. Ein Ei mit einem Dezi Wasser verrühren, zum Mehl geben und so lange rühren, bis ein glatter Teig entsteht. Von dem mit einem Teelöffel Nocken abstechen und portionenweise so lange im heißen Salzwasser kochen, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Dann die Wasserspatzen mit der Schaumkelle abschöpfen, warm stellen und zusammen mit dem tranchierten Braten auf einer Platte anrichten. Wenn es Ihnen hier im Fernsehen jetzt ein bisschen schnell gegangen ist, können Sie das Rezept mit den genauen Zutaten für den Pressburger Rindsbraten in der Coop-Zeitung von dieser Woche nachlesen. Viel Vergnügen! Morgen gibt es bei uns wieder Aktionen. Schauen Sie also auf die Angebote, wenn Sie in einem von unseren Läden gehen posten. Coopolino, das sind die kleineren Äpfel, kostet in der 1,5 Kilo Tragtasche nur 2,60 und ein Beutel Reibkäse Grana Padano nur 2 Franken. Alle Whiskas im Viererpack sind 1,60 Franken günstiger. Und 3x15 Päckchen Zewa Softies Papiernastüchli gibt es für nur 6,60 Franken. Außerdem offerieren wir Ihnen Frottierwäsche in vielen modischen Farben. Ein Handtuch zum Beispiel für nur 5,90 Franken.
Und da noch der Preisabschlag. Kaffee Haag ohne Koffein kostet von jetzt an nur 6,95. Unschlagbar günstig ist man immer noch im Coop-Restaurant. Ein Trutterschnitzel mit Wildreis und Knackerbsen kostet dort nicht mehr als 9,40. Gute Leistungen und erstklassigen Service, aber möglichst wenig Prämie, das erwartet man von einer Versicherung. Und genau das erwartet Sie, wenn Sie unter dieser Nummer der Coop-Televersicherung anrufen. Legen Sie die aktuellen Versicherungspolicen und den Fahrzeugausweis parat und rufen Sie an. Unsere Beraterinnen und Berater sagen Ihnen direkt am Telefon, wie Sie bei der Auto-, Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung Prämien sparen können. Mit diesem Hinweis bin ich am Schluss für heute. Danke, dass Sie zugeschaut haben und auf Wiedersehen.